Hi Freunde und willkommen zur nächsten Folge von Warstone Tower Defense. Weiter geht es. Wir haben 17 von 95 Erfahrungen. Wir brauchen noch ein Level, um die nächsten Upgrades hier machen zu können, scheinbar. Denke ich, hoffe ich. Gehen zur nächsten Mission. Der Graben. Der Kristall ist in einer Berghöhle versteckt. Der Weg dorthin wird von einem riesigen Rudel Bestien blockiert. Es gibt 85 Holz als Belohnung. Oh, ich mag diesen Nebel nicht. Verstehe. Die Steine der Macht sind in Ordnung, das ist ein gutes Zeichen. Du weißt bereits, dass der Geist des Adlers die Angriffsreichweite erhöht. Beschwöre einen Bogenschützen. Dieser Stein beinhaltet den Geist des Tigers. Der Krieger, der darauf platziert wird, verteilt erhöhten Schaden. Beschwöre einen Bauern. Alter, die Ranch ist so übel. Ich kann gerade eh nichts anderes machen. Vergiss nicht, Magie zu benutzen. Wir haben jetzt sogar zwei getrennte. Es ist Zeit, neue Krieger in die Schacht einzusetzen, für ein bisschen Bauern zum Soldaten, zum Söldner. Ach, guck mal, die kann verbessern. 4 bis 6 Schaden. Jetzt sind hier zwei Wege, die immer unterschiedlich lang laufen. Zack, 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 zack. Okay. Ich würde sagen, let's go. Wir können ja da hinten ein bisschen schädigen. Wir haben den größten auf jeden Fall rausgenommen. Ob der Söldner ihn killen kann? Okay. Was haben wir hier noch? Rotes Tiger. Können wir da so die Söldner draufpacken? Zwei Gold brauchen wir noch. Ich kann mir das noch nicht leisten, während die hier sitzen. Während die hier kommen. Das geht leider noch nicht. So, einmal den da weg. Wunderbar. Mir fehlen Shortcuts so ein bisschen. Eins. Ach doch, kann ich, oder? Ah doch, das geht. Okay, wunderbar. Okay, da fehlt mir noch das Speeden. Das ist noch etwas, was mir etwas fehlt. Packen mal. Bogenschützen wollte ich hinpacken, aber gut. Dann halt nicht. Dann nehmen wir den mit. Sehr schön. Jetzt kommen gleich Fledermäuse, denke ich. Deswegen sollten wir langsam mal auf Bögen gehen. Da sind sie nämlich schon. Aha, ja. Okay. Hopp, 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 hopp. Ah, ich verliere ein Leben, das ist ja ätzend! Na, ich hätte das da unten als Bogenschützen tatsächlich aufbauen sollen. Das ist bedauerlich. Nehmen wir nochmal einen Adler. Dann werden wir da nochmal ganz kurz den Bogenschützen draufpacken. Ah, wir haben 3 Leben verloren, aber das ist akzeptabel. Das können wir verkraften, würde ich sagen. Ich kann die Bogenschützer da nicht aufwerten, schade eigentlich. Das geht noch nicht. Ich habe meine beste Kriegerin geschickt, um dir zu helfen. Sie wird dir helfen, nach dem Kristall zu suchen. Rushana, 9 bis 12 Schaden und extrem hohe Reichweite. Platsch! Ich glaube, wir haben genug Nahkämpfer.
wenn wir jetzt ein bisschen auf Fernkampf gehen. Ich spüre etwas Großes kommen. Noch ein Freezing Roll. Da kommen sehr, sehr viele auf jeden Fall. Extrem viele. Ja, das kriegen wir noch hin. Sehr gut. Ein Trollschaman, der kontrolliert all die Tiere. Okay, wenn wir ganz jetzt auf entspannt machen. Gehen wir hier noch, holen noch ein paar Bogenschützen mit dazu. Ich habe kein Gold mehr. Okay, viel Damage habe ich gerade nicht gemacht. Freeze! Mehr kannst du nicht? Ah, warte mal ab. Was ich noch so alles kann hier. Freeze! Warte mal, ein Kristall. Wir haben den Kristall! Wuhu! Belohnung 85, Holz, und es ist egal, wie viel Leben ich verloren habe, es ist ziemlich Schnuppe. Belohnung, militärische Ausbildung. Variiert die Dauer der Beschwörungen. Beschwörung ist 0,75 Sekunden schneller. Okay. Wann werden wir Elementare beschwören? Da gibt es leider ein kleines Problem. Der Kristall hat keine Energie mehr. Der Schamanenältest hat alles aufgebraucht. Willst du damit sagen, ich habe mich umsonst abgemüht und Kristall ist nutzlos? Nein, ist er nicht. Du musst ihn nur wieder aufladen und dann kannst du ihn verwenden. Wie mache ich das? Im Moment kann ich dir noch keine Antwort auf diese Frage geben, aber ich werde eine Lösung finden. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich den Kristall verwenden? Siehst du den Baum und wie auf wird den Kristall reagiert? Es scheint, als würde der Kristall die Kräfte der Natur aktivieren und den Baum mit neuem Leben füllen. Was nutzt uns ein erwachter Baum? Das ist kein normaler Baum. Lege den Kristall in die Öffnung und du wirst sehen, was passiert. Es sollte genug Energie vorhanden sein, um den Baum wiederzubeleben. Der Baum des Wissens ist erwacht. Plus ein Level. Ein Erfahrungspunkt. Wunderbar. Wir haben okay. Zauber Schatzmeister. Erlaubt es einen Krieger für einen Teil des Kaufpreises zurückzurufen. Extra Gold zu Beginn einer Mission. Blitzzauber wird kraftvoller, mehr Schaden, weniger Abklingzeit. Uff. Die Einheit wird viel schneller beschwört. Der ausgeteilte Schaden von Bau und Söldner wird erhöht. Was sind die letzten Skills so? Er wird prozentual erhöht nach 30 Tötungen. Was haben wir hier noch so? Kraft aller Zauber wird erhöht. Na, ich finde den Kriegs ja schon ganz gut. Neues Gebäude. Castle Tour. Enables further upgrades. Und wir können hier weitermachen. Reichweite wird um 7 erhöht. Der Bonus auf die Reichweite erhöht sich von 7 auf 14. Dwarven Workshop brauchen wir. Der Sitz erhöht leider nur die Reichweite. Das ist schade. Aber der ausgeteilte Schaden wird von 1 bis 0 auf 1 bis 1 erhöht. Das heißt, ein Max-Schaden macht ja auch noch mehr dazu. Wir kriegen 5 Erfahrung, ein Gebäude Mailbox und 25 Holz. Und wieder ein Level bekommen, ein Punkt. Sehr nice. Verzaubert ein Krieger, wodurch seine Angriffsgeschwindigkeit für ein paar Angriffe erhöht wird. Mhm. Der Krieger steigt in den Rang eines Feldwirbels auf und erhält 10% Bonus auf ausgeteilten Schaden, nachdem er eine bestimmte Anzahl an Gegner erledigt hat. Das ist auch sehr geil. Okay, machen wir, wenn wir mal wieder wieder was haben. Sammle Gold. Sammle Holz haben wir noch nicht. Okay. Ein neues Gebäude, die Mailbox. Notifies Player about Game Updates. Das bringt mir allerdings überhaupt nichts. Er öffnet jetzt das Steam-Fenster. Aber ich habe es einfach mal maximiert. Ist okay. Trollschamane.
Trolle haben unsere Mine angegriffen. Sie verlangen irgendein Kristall zurück. Hilf uns, wir haben kein Kristall genommen. Diese Trolle, sie müssen in ihren Wäldern alle verrückt geworden sein. Wir lassen Freunde nicht im Stich. Auf geht's. 10 Erfahrung. Brieffreund. Die Invasion. Die Trolle haben einfach so unsere Mine angegriffen. Hilf uns, unsere Mine zu verteidigen. Beenden müssen wir die Schlacht auf der 01-Wiese. Ach, die Schlacht auf der Wiese 0 von 1. Und die Stimme eines Mannes wird oft überhört. Meister, die Witchmen sind komplett ausgeflippt und haben unser Dorf zu Tausenden angegriffen. Wir brauchen eure Hilfe. Ohne baldige Hilfe sind wir verloren. Finde einen Verbündeten. Beende die Mission und die Zusammenarbeit. Welchen Weg führt zu den Zwergenminen? Falls du die Orientierung verloren hast, werde ich dir helfen. Die Minen der Zwerge sind in der Nähe des Düsterwaldes. Ich habe es für dich auf der Karte markiert. Erzähl mehr über die erlernbaren Fähigkeiten. Mit den Sphären der Fähigkeiten, manche nennen sie Skillpunkte oder Erfahrungspunkte, kannst du jede Fähigkeit erlernen, die du möchtest. Einige Fähigkeiten sind von Anfang an verfügbar, für andere musst du erst wieder mehr Erfahrung sammeln. Die Fähigkeiten ganz rechts sind meistens auch die stärksten, aber um sie zu erlernen, wirst du viele Sphären brauchen. Ich habe festgestellt, dass die Fähigkeiten in drei Kategorien unterteilt sind. Was hat es damit auf sich? Es gibt drei verschiedene Talentbäume, beziehungsweise Klassen. Kriegsherr, Zauberer und Schatzmeister. Die Wahl, welchen Weg du gehen willst, liegt allein bei dir. Übrigens kannst du ganz die Fähigkeiten aller drei Klassen kombinieren. Erzähl mehr über den Weg des Zauberers. Entscheidest du dich für den Weg des Zauberers, kannst du mächtige Zauber wie den Meteorschauer, den Elementarzauber, die Teleportation und viele mehr erlernen. Du kannst bis zu 6 verschiedene Zauber zeitgleich wirken und du hast Zugriff auf Fähigkeiten, die sowohl deine Mana-Punkte als auch die Mana-Regeneration deutlich erhöhen. Du wirst lernen, wie man Missionen nur mit Magie abschließen kann. Wir erlernen nicht mehr Fähigkeiten. Du erhältst Sphären der Fähigkeiten für das Erfüllen von Aufgaben und Missionen, die du im Baum der Weisheit zum Erlernen neuer Fähigkeiten einsetzen kannst. Was soll ich tun, wenn ich mit meinen Fähigkeiten nicht zufrieden bin und andere ausprobieren möchte? Nichts leichter als das. Klicke im Baum der Weisheit auf den runden Pfeil unten links und alle Skillpunkte stehen dir wieder zur Verfügung. Ich habe Schwierigkeiten, einen Kameraden für eine Koop-Mission zu finden. Hast du einen Rat für mich? Hinter mir findest du einen verzauberten Postkasten. Klicke darauf, um mit anderen Spielern in Kontakt treten zu können. Was ist der Weg des Schatzmeisters? Als Schatzmeister hören geldsagende Vergangenheit an. Du beginnst die Mission mit mehr Gold und hältst für das Töten der Feinde mehr Gold. Du kannst auch einen Kredit aufnehmen und mehr Gold ausgeben, als du tatsächlich hast. Weiters ist das Beschwören von Kriegern verbilligt, wodurch die Armeen des Schatzmeisters meistens auch die größten sind. Und erzähl mir mehr über den Weg des Kriegsherrn. Entscheidest du dich für den Weg des Kriegsherrn, steigert sich die Kraft aller Krieger, die unter deinem Kommando kämpfen. Du wirst lernen, deine Einheiten während des Kampfes zu befördern, um sie noch stärker zu machen. Du wirst besonders göttliche Steine verwenden, die Gegner verlangsamen und betäuben können. Auch kannst du den Geist der Steine sehen und sie in spezielle Kriegssteine umwandeln. Die Einheiten des Kriegsherrn können sogar noch weitere Spezialfähigkeiten erlernen. Angriff ist die beste Verteidigung. Der Weg des Zwergenminen wird vom Bestien oder dem Einfluss der Magie des Schamanenältesten stehen blockiert. Geh hin und zeige ihm, wer der wahre Herr der Bestien ist. Beende die Mission der Düsterwald. Wir haben also 3 aktive Missionen aktuell. Es gibt schon geile Skills. Erhöht den Schaden im Nahkampfangriff plus 20%. Gut, das ist halt ein Fünftel dazu, das ist halt kaum was, ne? Eure Hexe erlangen eine besondere Fähigkeit im Kampf. Ich würde sagen, ich gehe erstmal straight durch die Mitte durch. Okay. Wir haben tatsächlich sogar noch Zeit. An die Zusammenarbeit. Spieler Online 42. Kämpfe gemeinsam mit einem Verbündeten im Online-Modus gegen den Feind. Sehr interessant. Muss in der Arena gestartet werden. Ich habe gar keine Arena, oder? Bankhaus, Werkstatt, Stadthalle. Ich habe keine Arena. Das ist ja doof. Das hier? Zauberbuch. Das sind die Zauber, die ich mitnehmen kann. Gegenstände. Keine Gegenstände im Rucksack. Ich habe 1 von 100 Sternen. Yay. Hier habe ich den herbekommen. Warum habe ich für die anderen? Achso, wahrscheinlich gibt es ja gar keine Sterne, oder? Doch, eigentlich schon. Ohne Zauber zu verwenden. Machen wir später nach. Das ist später einfacher. Der Düsterwald. Die magischen Kräfte des Kristalls beeinflussen auch nach dem Tod des Schamanen die Gedanken der Bestien. Let's go. Die Karte wird geladen. Wir haben 2 Wellen diesmal. Für diese Mission musst du eine Gruppe organisieren und losschicken, um den Zwergen zu helfen. Dies ist das Angriffsmenü. Schicke einen Krieger in den Kampf.
Oh. Ja, mal neu starten, bitte. Ich hab gerade. Ich hab hier drauf geklickt. Die Armee, die du im Angriffsmenü beorderst, erscheint jede Welle. Deine Aufgabe ist es, 20 Krieger bis ins Ende der Straße zu bringen. Nach dem Tod des Schamanen bleibt uns seine Magie weiter aktiv. Schau, er will sich immer noch in unsere Angelegenheit einmischen. Und den muss ich killen, oder wie? Ich habe ihn einmal besiegt. Interessant. Ich muss jetzt also beides machen. Ich muss sowohl Krieger versenden als auch beschützen. Stand ich gerade einen Bogenschütze? Fand ich eh ein bisschen komisch gerade. Das ist sehr bedauerlich. Ich verliere etwas viel Leben. Unnötig viel Leben. Naja, das gefällt mir nicht. Das gefiel mir nicht. Achso. Getötet. Sind wir ein bisschen langsamer. Wir gehen einmal hier hin, einmal auf den Bogenschützen. Plus da. Ja, ja, ja. Gehen wir auf einen Bauern. Das andere Granit fand ich gerade was suboptimal, muss ich gestehen. Also der Bogenschütze überlebt, wenn er alleine ist. Wenn du mehr Krieger in den Kampf schickst, erhöht sich dein Einkommen. Du hältst das Einkommen am Ende jeder Runde. Das ist dein Einkommen, du kannst es am Ende jeder Welle. 48. Mhm. 50. 53. Kann ich den noch zum Söldner aufrüsten? Sehr gut. Let's go. Wir haben wieder 50 Mana. Wir werden noch versuchen, mit unseren Zaubern die Gegner zu zerstören. Sehr gut. Und die können uns nicht angreifen. 53 Gold kriege ich wieder. Jetzt haben sie den zweiten, ne? Hier haben sie noch einen. Versuch so viel Gold wie möglich in den Angriff zu investieren, aber vergiss nie auf die Verteidigung. Drei bis fünf Schaden machen wir, das ist schon heftig. Let's go. Haben wir einen großen irgendwo? Da hätte ich mir vielleicht drauf gucken sollen, ne? Na, die greifen jetzt halt mit an. Das heißt, die Bogenschützen, sind nicht ganz so fresh. Aber sie haben leider fast alle gekillt. Das ist ja ärgerlich. Zur Erinnerung, dein Ziel in dieser Mission ist insgesamt 20 Krieger hinter der feindlichen Linie zu bekommen. Schicke mehr Einheiten in den Kampf. Na, wir haben noch 11 Leben, haben die Gegner noch. Wir müssen die Krieger vorschicken. Let's go. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil wir beides machen müssen. Wir müssen angreifen und verteidigen, was ich super interessant finde. Naja, Gegner hat noch ein bisschen Leben hat er noch. Wir haben 63 Gold. Wir können noch einen Söldner reinpacken. Plus, ja, so. Du kannst auch deine Angriffseinheiten verbessern. Schicke sie. Ach, guck mal, kann ich tatsächlich. Hätte ich gerne vorher gewusst. Whatever. So, den kriegen wir easy down, weil er einfach alleine vorne ist. Andere lenken ihn gerade nicht ab.
Ja, ja, ja. Ich glaube, die machen trotzdem nur einen Damage, ne? Die halten einfach mehr durch. Und das war's auch gewesen. Easy! Wir sind Gott! Weiter. 85 Gold, 130 Holz, 30 Erfahrungspunkte. Wieder ein Level Up. Och, das ist geil. Die Frage ist, wollen wir auch was anderes mitnehmen? Ich meine, extra Gold zu Beginn, 15, macht schon was aus. Gebrauch, gewährt mir Verwendung beim Gebrauch von Schriftrollen. Erweitert das Inventar um 2. Oh, das ist alles sehr interessant. Bekommen das Geld gleich zu Beginn des Rückrufs? Ne, das ist nicht so super. Ach, mehr Schaden ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Vielleicht einen Punkt da mal investieren. Na, Zauber, Blitzstufe 2. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Mehr brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Aber 35 Schaden mehr, das ist schon gut. Das ist wirklich schon sehr stark. Wir kriegen eine Arena. Ach, da ist sie. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir ein kleines Päuschen von Warstone Tower Defense. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, Leute.